Willkommen bei der Aufgabenstellung des Beispiels Schleusenkammer. Dieses Beispiel soll die Anwendung der Bernoulli-Gleichung zur Berechnung der Ausflusszeit aus einem Behälter demonstrieren. Die Schleusenkammer eines Laufkraftwerks ist 245 Meter lang und 24 Meter breit. Beim Schleusungsvorgang wird durch Öffnen einer Ausflussklappe Wasser aus der Schleusenkammer in das Unterwasser ausgelassen. Die Querschnittsfläche des Abflusses AR ist 1 Quadratmeter groß und die Fallhöhe am Beginn der Schleusung ist 10,6 Meter. Berechnen Sie die Zeit, die vergeht, bis das Wasser vollständig ohne zusätzliche Pumpe aus der Schleusenkammer ausgeflossen ist. Berechnen Sie selbst. Die Lösung folgt in Kürze.